Schaut euch diesen Fisch an! Schaut euch diesen Fisch an! Wahnsinn! Ich sehe nicht genau, wie er hängt. Ich muss jetzt Druck halten, den Druck halten. Ich hab'n. Ihr müsst mir helfen. Das ist definitiv weltweit aktuell der längste und schwerste Fisch, der je mit einer Angelrute gefangen wurde. Das Schicksal spielt dann manchmal so mit einem mit. Ja. Den hast du dir auch verdient. Petri Heil. Petri. Den haben wir zusammen uns verdient. Ja, genau. Ich glaube, das ist Weltrekord. Und ich kann nur eins dazu sagen. Ich muss mal kurz weggehen, ja, weil mir kommen ein bisschen die Tränen. Das reicht nicht. Jeder bekommt das, was er verdient. Ja. Hi, ich grüße euch alle zu einem neuen Video. Zu einem Video, das hat die Welt, die Anglerwelt, die Wallerwelt noch nicht gesehen. Auch für mich sind die letzten Tage hier am Fluss. Wir haben April 2023, befinden uns am Po-Mittellauf. Etwas ganz, ganz Besonderes. Eine sehr erlebnisreiche, verrückte, schier unglaubliche und auch sehr emotionale Zeit liegen hinter mir und meinen Gästen. Also was in den letzten Tagen hier passiert ist, was wir erleben durften, was wir fangen konnten, ja, das schreibt Geschichte. Ja, wo fange ich an, euch in die Geschichte mit reinzunehmen? Am besten ganz am Anfang. Kurz vor Ostern bin ich zusammen mit meinem langjährigen Angelfreund Martin Schmelz hier in Italien wieder angekommen. Ich bin seit Mitte Februar hier am Fluss unterwegs, angle immer 2 Wochen, fahre wieder 4-5 Tage ins Büro, nach Hause, zu meiner Familie, zu meinem kleinen Sohnemann, dass der seinen Papa auch ab und an mal sieht. Ja, und die letzten 2 Tourwochen standen jetzt an. Wir sind am Freitag, kurz vor Ostern, hier am Fluss angekommen, sind mittags rausgefahren, haben uns ein paar Stellen angeguckt, ein paar Plätze angeguckt, um die Woche durchzuplanen. Keine einfachen Bedingungen. Viel, viel los, jetzt um die Osterzeit hier am Fluss. Überall hocken Leute, klar, die ganzen Angler wollen raus. Niedriges Wasser, mit den Leuten, mit denen wir im Camp gesprochen haben. Die meisten Jungs haben so gut wie gar nichts gefangen die Woche, ein paar kleine Welse kamen. Wir sind jetzt mit Sack und Pack ziemlich weit hochgefahren und haben hier einen Bereich gefunden, schaut mal. Alles voll mit Futterfisch. Wir werden hier jetzt eine Nacht testen und morgen geht es dann weiter. Wirklich verrückt, ne? Früher, das Frühjahr und der Herbst war die Zeit, wo die Schneeschmelze losging. Also im Frühjahr ist der Schnee geschmolzen, im Herbst kam der erste Schnee. Dann kamen hier Wassermassen runtergebrochen, den Fluss. Und jetzt ist es wirklich fast nur noch ein Rinnsal. Und die Angler verteilen sich natürlich auf die tiefen Bereiche, wo sie irgendwo Einzugsgebiete haben.
gar nicht so einfach. Hier werden wir heute Nacht unser Lager aufschlagen. Und dann geht's weiter. Morgen sehen wir weiter. Hier vorne im Flachwasser seht ihr überall Futterfisch aufgehen. Finny dreht schon durch. Der Jagdinstinkt ist geweckt. Das ist jetzt das Beste, was wir auf die Schnelle gefunden haben. Wir werden es mal ausprobieren, ja. Und oben in dem Knick sitzt schon wieder das nächste Team, ja. Den wollen wir natürlich auch nicht zu weit auf die Pelle rücken. Aber wenn der Jagdhund hier die Nase im Wind hat, dann soll es was heißen. Ja, wir müssen jetzt so ein, wie sagt man so schön, ja, ein bisschen Glück haben. Einen Bonusfisch abholen und dann weiterziehen. Finny, gibt's hier Wälse? Sind die hier? Sind die hier? Wir haben ein Gebiet gefunden, wie wir flussaufgefahren sind. So ein altes Rückwasser, wo sehr viele Weißfische drin waren und Meereschen. Also dort wird aktuell stark geleicht. Seht ihr das, was da an Futterfisch drin ist? Seht ihr, da stehen die Fische? Alles voll. Alles voll. Alles voll mit Eschen, Karpfen, Weißfischen, die hier laichen. Verrückt. Ich fand diesen Angelplatz sehr, sehr interessant, weil es war viel Tumult im flachen Wasser und die großen Fische, die spüren sowas. Also dort, wo was los ist, wird der Räuber nie weit weg sein. Die Wassertiefe war relativ unspektakulär an diesem Angelplatz. Es waren so Tiefen zwischen 1,5 bis 3,5 Meter, immer so leichte wellenförmige Sandkanten unter Wasser und ganz am Ende dieses Flachwassergebiet, was voll mit Weißfisch war. Die erste Nacht habe ich zusammen mit Martin draußen verbracht, alleine. Wir haben uns was Gutes zu essen gemacht, haben uns dann auch recht schnell hingelegt, waren noch müde von der Anfahrt und hatten auch in dieser Nacht noch zwei Ruten ausgesetzt, damit halt die Schnur nass ist, ja, denn nur ein Köder im Wasser kann Fische fangen. Aber es kam keine Aktion, es kam um 12 oder um 1 gegen Mitternacht ein Fehlbiss, der Fisch hing nicht. Gut. Am nächsten Morgen bin ich dann früh ins Camp, habe unsere Gäste abgeholt, den Christian Ritzinger, mit seiner Frau Heike und den Adi. Mit dieser Gruppe, vor allen Dingen der Christian Ritzinger, begleitet mich schon sehr, sehr viele Jahre bei meinen Touren. Wir haben mittlerweile auch eine ganz tolle Freundschaft, haben auch im privaten Kontakt. Ja, und ich habe mich einfach gefreut, mit diesen tollen Menschen ja, die nächsten zwei Wochen hier am Fluss verbringen zu dürfen. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Zur aktuellen Situation. Der Po führt extremes Niedrigwasser. Also es hat sich in den letzten zwei Jahren so ein bisschen herauskristallisiert, dass die kompletten Hochwasser alle wie weggeblasen waren. Es fehlt der Regen, es fehlt das Wasser, was von oben kommt. Liegt sicherlich auch daran, dass wenig Schnee in den Bergen ist. Ja. Und normalerweise früher, die Monate März, April und auch die Monate Oktober, November waren immer eine sichere Zeit für einen Wasseranstieg. Teilweise durfte ich hier Wasseranstiege von bis zu 7 Meter Höhe erleben. Es gab Zeiten, da wurde der komplette
Fluss gesperrt. Es gab Ausnahmezustände. Wir mussten den Fluss verlassen, weil die Dämme drohten zu brechen. Das ganze Camp war geflutet von Wasser. Die Pizzeria neben dem Camp war komplett abgesoffen. Also eine ganz verrückte Zeit. Und in diesen braunen Fluten war natürlich ganz fantastisches Welsangeln möglich. Die letzten Jahre gibt es keine Hochwasser mehr. Jedenfalls keine richtig starken von 3-4 Meter Höhe. Und der Fluss ist sehr, sehr niedrig. Also aktuell haben wir einen Wasserstand, einen Pegelstand von minus 2,8 Metern. Minus 2,8 Meter unter dem Normalstand. Ihr erkennt es auch hier im Hintergrund. Ich befinde mich gerade an diesem Angelplatz. Im hinteren Bereich ist dieses Altwasser, was jetzt immer weiter leer läuft. Aber es sind immer noch ganz, ganz viele Weißfische drinnen. Ja, und ich sitze jetzt hier eigentlich am Gewässergrund des Flusses. Ja. Alles ausgetrocknet, alles leer. Und hier im vorderen Bereich zieht der Fluss seine Bahnen. Viele hatten Angst. Auch in den Medien wurde berichtet, die ganze Tierwelt hier würde Schaden nehmen. Das ist Quatsch. Es gibt noch genug tiefe Bereiche. Die Fische haben überhaupt keine Probleme. Was ich jetzt als Angler hier so in den letzten 2 Jahren bei dem Niedrigwasser feststellen konnte. Die Fischerei ist speziell. Man denkt immer, je niedriger das Wasser ist, also je schmaler der Angelbereich ist, desto einfacher ist die Fischerei. Das ist genau das Gegenteil. Je höher das Wasser ist und je brauner das Wasser ist, also wenn der Fluss jetzt hier komplett diese Landschaft ausfüllen würde, hätten wir einfache Angelmöglichkeiten als in diesen doch jetzt recht eng gewordenen Wasserflächen. Bei den jetzt schon fast 2 Jahre andauernden Niedrigwasserverhältnissen steht natürlich der Räuber mit dem Futterfisch zusammen auf engstem Raum. Eng ist relativ, also der Po hat immer noch hier Gebiete, wo er weit über 300-400 Meter breit ist. Wir Angler finden am Fluss immer noch Wassertiefen, die deutlich über 15-16 Meter tief sind. Die Strömung des Flusses ist stellenweise sehr, sehr stark. Also für die Fischarten und für die Lebewesen hier am Wasser, im Wasser überhaupt kein Problem, diese aktuelle Niedrigwasserperiode. Für uns Angler ist es eine sehr spezielle Zeit, denn wir müssen uns den Gegebenheiten anpassen. In den letzten 2-3 Jahren hat sich eine Methode herauskristallisiert, die definitiv jetzt im Frühjahr bis zu einer Wassertemperatur von 14-16 Grad die meisten großen Fische gebracht hat. Und in den letzten Jahren für den maßgeblichen Erfolg vieler, vieler großer Fische war dieses System hier maßgeblich verantwortlich. Ich gehe nachher im Film nochmal direkt auf dieses System ein, zeige euch auch das Vorfach, mit dem wahrscheinlich der aktuelle Weltrekord-Wels gebändigt wurde, zeige euch genau, wie es zusammengestellt wird. Aber vorweg, dieses System, was ihr hier seht, mit diesen kleinen Auftriebskörpern drauf, 3,5 Gramm trägt hier so eine U-Pose, erlaubt uns in der aktuellen Situation, die Köderfische genau dort zu präsentieren, wo sie sich aufhalten, wo der Waller keinen Verdacht schöpfen kann, dass irgendwas faul ist an der Montage. Ich muss immer dazu sagen, wir befinden uns hier in einem Revier, was einen sehr, sehr starken Angeldruck hat. Sehr viele Angler besuchen dieses Gewässer, vom Frühjahr bis in den Herbst. Also die großen, erfahrenen Fische kennen einiges. Und die großen, erfahrenen Fische sind teilweise 30, 40 Jahre alt. Also die haben in ihrem Leben schon einiges erlebt und lassen sich auf jeden Fall nicht durch eine plumpe Montage verführen. Viele Angler fahren hier von diesem Gewässer OF nach Hause. OF bedeutet ohne Fang. Ist keine Seltenheit, dass manche Leute 6-7 Tage hier unterwegs sind und bekommen nicht mal einen Biss. Aber gleichzeitig ist dieses Revier hier, dieser Fluss, der große Fluss Italiens, der Fiume Po, auch das anspruchsvollste Gewässer, den sich ein Welsangler stellen kann. Ja. Wir haben hier noch viele Freiheiten als Angler. Wir erleben eine wunderbare Landschaft, eine
wunderbare Natur und einen ganz, ganz facettenreichen Flusslauf. Eins mit der großen Vorteile dieses Flusses ist, dass er sehr trübe ist, viel Sand transportiert und ein riesiges Aufkommen an Nahrung hat, an natürlicher Nahrung für den Wels. Also hier gibt es riesige Schwärme an Meereschen, die den Fluss heraufziehen, herabziehen. Hier gibt es riesige Massen an Weißfischen. Es gibt einen sehr, sehr guten Zanderbestand, der wird von vielen unterschätzt noch. Alter Falter, schaut euch mal diesen Zander an. Gute 90 cm. Gekommen ist er auf eine Welsmontage. Was ein krasser Fisch. Wahnsinn. Der Störbestand kommt wieder auf, ja, habt ihr ja sicherlich mitgekriegt. Wir konnten auch in den letzten Wochen zwei Störe mit einer Länge von 190 cm hier fangen. Das ist ja der Urfisch Italiens. Wirklich verrückt, diese Dinosaurier. Wieder auf eine Mikro-Uposen-Montage. Beim Welsangeln, der Urfisch hier Italiens, früher ausgerottet. Anscheinend erholt sich der Bestand. Wieder ein Fisch von 1,90. Der zweite Fang jetzt innerhalb von 4 Wochen. Ja, und es gibt einen sehr, sehr guten Bestand an wirklich sehr, sehr großen Welsen. Der Urbestand. Ich habe in den letzten Jahren hier sehr, sehr viel Zeit verbracht. War, glaube ich, mit 17 oder 18 Jahren das erste Mal hier am Fluss. Habe oft eine richtig auf den Popo bekommen. Aber an Aufgeben habe ich nie gedacht. Ich habe gesagt, ich muss wieder herfahren, ich muss mich hier weiter ausprobieren. Am Anfang bin ich mit meiner Erfahrung vom spanischen Ebro hier eingeritten, habe mit Bojen rumgeangelt, habe komplett falsch geangelt, habe sehr plump geangelt und musste sehr schnell lernen, da fängst du nichts. Und dann im Laufe der Jahre habe ich an diesem Fluss sehr, sehr viel probiert und auch sehr, sehr viele Techniken, die heute beim Welsangeln, beim modernen Welsangeln in aller Munde sind, gang und gäbe sind, die habe ich hier am Fluss entwickelt, diese kleinen U-Posen. Die habe ich mir vor einigen Jahren überlegt. Das Umlenken von Schnüren ist hier entstanden. Das Freestyle-Angeln ist an diesem Fluss entstanden. Die verschiedenen Farben und Formen der U-Posen sind an diesem Fluss entstanden. Also sehr, sehr viele Artikel, die ihr heute in eurem Angelladen an der Wand hängen seht, sind hier in meinem Kopf, in diesem Revier entstanden, um sich täglich zu verbessern. Ich habe dieses Revier hier beangelt von Januar bis Dezember. Ich war zu jeder Jahreszeit hier, habe viele verschiedene Dinge probiert und bin dadurch auch im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, 25 Jahre kann man sagen, Erfahrung in diesem Revier, den Geheimnissen des Flusses etwas auf die Schliche gekommen. Aber jede Woche ist anders, der Wasserstand variiert etwas, die Zugruten der Fische variieren, mit den unterschiedlichen Wassertemperaturen kristallisieren sich andere interessante Angelplätze heraus. Also es ist niemals hier gleich. Ja, und zurückzukommen zur eigentlichen Story. Wir haben angefangen zu angeln von einer langgezogenen flachen Sandbank. Ich nehme euch mal mit raus und zeige euch den Angelplatz. Hier unten könnt ihr jetzt schön diese Wellenstruktur im Sand erkennen, die sich vor unserem Angelplatz abgelagert hat. Hier im Hintergrund kommt jetzt der Bereich, wo dieses Altwasser langsam leerläuft, austrocknet, aber momentan ganz, ganz viele Futterfische drin sind. Ja. Ihr seht das schön, wo jetzt dieser Flachwasserbereich, oh, hier unten ist ein Fisch. Seht ihr, das ist schon ein Wels, der in so einer Kuhle hier drin liegt. Gut zu erkennen. Diese Kante, wo der Flachwasserbereich ausebbt, das geht immer so wellenförmig hier durch den Sand. Da sitzen die ganzen Futterfische drin. Da erwärmt sich das Wasser schneller, weil die Strömung ein bisschen gebrochen wird. Und in diesem Bereich, wo dann die Kante von 2,5 auf 3 Meter abfällt, wir befinden uns jetzt in diesem 3 Meter tiefen Bereich. Dort finden wir jetzt auch überall Fische, größere Fische am Grund. Und genau hier präsentieren wir unsere U-Posen-Montagen mit zwei kleinen Mikro-U-Posen bestückt. Ganz leichter, unauffälliger Auftrieb. Guck mal, was hier los ist. Hier ist wieder was Größeres am Grund unten.
ganz unauffälliger Auftrieb, knapp über Grund, also nicht zu viel Auftrieb vor dem Köder, nicht zu viel Verwirbelung vor dem Köder. Wir befinden uns immer noch im Frühjahr. Und genau das ist der Bereich, wo die großen Fische hier reinlaufen, um an der Kante sich zu verstecken und die herein und heraus patrouillierenden Köderfische, Weißfische, Karpfen, Meereschen, alles, was dahinter in das Grasland zieht, ganz einfach abgreifen können. Und genau in diesem Bereich muss die Montage sitzen. Zum Einsatz kommt eine 0,40 mm starke Reißleine, die ich doppelt benutze. Ich mache dann gerade so eine Schlaufe. Ich gehe mit dem Schlaufenende hier durch die Sisalschnur am Stein, schlaufe mir die zweimal ein. Die Reißleine wird jetzt am oberen Wirbelring zur Hauptschnur hin befestigt. Schön knapp draufbinden. Suchen wir uns genau die Kante wieder, wo dieser wellige Bereich beginnt, unterhalb des Altwassers. Bei der Multirolle ist das Auslegen, habt ihr ja gesehen, ganz einfach. Der Köder wird runtergelassen und ihr bremst einfach nur mit dem Daumen die ablaufende Schnur. Braucht nur eine Hand, mit der anderen könnt ihr steuern. Bei der Stationärrolle ist es etwas schwieriger, aber auch nicht wirklich schwierig. Macht bloß nicht den Fehler, was ich schon bei vielen Welsanglern gesehen habe, Bügel zu, Bremse auf und über die ablaufende Bremse zurückzufahren. Dann kriegt ihr Schnurtrall ohne Ende. Wichtig ist, Bügel öffnen, legt euch die Rute schön vor die Füße, sucht euren Spot, wo der Köder hin soll. Wir gehen jetzt ein bisschen linksseitig von dem Altwasser an die 3 Meter Kante ran. Lasst euren Köder runter und ich mache es dann so. Ich nehme die ablaufende Schnur zwischen Daumen und Zeigefinger, die Rute in die andere Hand, kann so schön die ablaufende Schnur bremsen, fahre dann direkt zum Ufer zurück. So habt ihr keinen großen Schnurbogen im Wasser, könnt schön die ablaufende Schnur aufhalten und könnt mit der anderen Hand Boot fahren. Bei der Bremseinstellung hier am Ufer geht auf schön Druck, also nicht zu leicht die Bremse, aber auch nicht zu fest. Wenn ihr unter Kraft Schnur von der Rolle ziehen könnt, habt ihr die richtige Bremseinstellung. Das gilt für die Stationärrollen als auch für die Multirollen. So, die Ruten sitzen. 4 Stück haben wir flussab gesetzt, genau in den Auslaufbereich. Da meldet sich schon die erste. Sind wir mal gespannt, ob der Plan aufgeht und da noch so ein dicker Fisch vorbeikommt. Aber ein kleiner Erfolg ist auch ein Erfolg. Also ganz wichtig, sucht euch jetzt im Frühjahr Flachwasserbereiche, die sich durch die Sonne schnell erwärmen, mit einer ruhigen oder beruhigten Strömung. Dort wird auf jeden Fall der Futterfisch hingehen und der Räuber stellt sich direkt da hinten dran. Da seid ihr immer richtig. Da findet ihr auch alle Fischarten. Ja? Weißfische, die Karpfen gehen auch dahin. Wenn die merken, dass da was los ist, zum Beispiel wenn die Brassen dort laichen oder die Meereschen, dann holen die sich natürlich auch den Laich, ist eine bekommene Beute. Später werden die Karpfen diese Gebiete auch zum Laichen nutzen. Ja, und da, wo Tumult ist,
Das checken die Räuber. Und da werdet ihr nicht lange auf einen Biss warten müssen, wenn ihr in der Nähe von solch einem Gebiet eure Köder auslegt. Ja, heute Abend ist leichter Wind aufgekommen. Aber noch immer sieht man überall die Köfis hier im flachen Wasser. Seht ihr da hinten den Kreisel? Und dieses Einzugsgebiet hier, das lockt die großen Fische an. Überall. Überall sind sie da. Wir werden in den nächsten Tagen ein bisschen schlechteres Wetter bekommen. Der Himmel hat sich ein bisschen zugezogen. Das Wasser wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen ansteigen. Aber ich glaube, das wird der ganzen Sache keinen Abbruch tun. Bis dahinter könnt ihr überall Bewegung hier in dem Flachwasserbereich sehen. Und da, wo das rausdrückt, da stellen sich die Fische vorne dran. Ihr habt ja gesehen, wo die Montagen liegen, wie die Montagen aussehen. Und ich glaube, dieser absolute Ausnahmefisch mit 2,81, der wird noch andere Urgiganten im Schlepptau haben. Ich glaube, da wird noch was nachkommen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich glaube, auf dem Echolot konntet ihr jetzt die Strukturen ganz gut erkennen. Und wir haben mit Mikro-U-Posen-Montagen unsere Köder unterhalb dieses Altwassers, wo sich die ganzen Fische aktuell, die Futterfische drin befinden, in den Fluss reingestaffelt. Unauffällige Köderpräsentation und konnten in der ersten Nacht gleich Aktion erleben. Keine Riesenfische, schöne Waller, wir haben uns mega gefreut. Für die Heike war es auch der erste Fisch, den sie hier in Italien fangen konnte. Schön hoch. Die nächste Aktion, genau dort, wo die Futterfische hinten drin stehen. Wahnsinn, Wahnsinn. Da kommt auf jeden Fall hier noch ein richtig dicker, glaube ich. Lauf ein bisschen vor, kannst du laufen. Lauf mit dem Fisch ein bisschen vor. Das ist der komplette Wahnsinn. Genau dort, wo hinten die Futterfische reinziehen, kriegen wir jetzt hier gute Wälse ans Band. Petri, Heike. Petri, danke, Stefan. Cool. Hast du gut geschlafen, Mädchen? Ja, hast du gut geschlafen. Oh, guten Morgen. Ich könnte noch eine Mütze Schlaf gebrauchen. Die Glückssocken haben auf jeden Fall Glück gebracht. So, jetzt gibt es erstmal einen schönen, schnellen Kaffee. Oh. Der Cold Brew Kaffee von Y-Food macht wach und gibt Power. Ui, da ist der nächste Biss. Ah, die Fisch! Linke Rute! Und es nimmt kein Ende. Absolut brutal. Warte, ich mach dir mal die Glocke ab. Das ist halt das Gute, ne? Kann ich jetzt ganz einfach und schnell während des Drills
meinen Kaffee genießen. Da kommt er rein. Ja, das stimmt schon. Mal die dicken Bäuche an. Das steht genau hier hinter den Futterfischen. Und wir wussten, wir sind am richtigen Platz, es funktioniert und haben dann gesagt, wir hängen noch eine Nacht dran. Was dann am nächsten Morgen passierte, in der ganzen Nacht erfolgte kein Biss. Und am Morgen, ich glaube, es war so 8 Uhr, halb 9, es war Ostermontag, ging die Rute komplett krumm. Also ein kompletter Einschlag. Ich bin aus dem Zelt rausgestürzt. Ich habe erst gedacht, hängt ein Boot drin oder ein Baum oder irgendwas. Ja, also ein ganz, ganz brutaler Biss. Ich bin dann mit dem Christian Ritzinger aufs Schlauchboot und wir sind dem Fisch gefolgt. Und da hat man schon gemerkt, in den ersten Drillminuten, hier ist irgendwas. Irgendwas ist hier anders. Ja. Ich habe am Anfang sogar vermutet, dass der Fisch vielleicht am Schwanz hängt oder irgendwo falsch gehakt ist oder vielleicht ein riesiger Stör an der Angel ist. Also ein ganz, ganz brutaler Drill. Aber genau das werdet ihr noch gleich im Video erleben. Das Verrückte an dieser Situation, das Verrückte in dieser Zeit jetzt, wo wir diesen 2,81 Meter Waller bei geschätzten 140 Kilo Gewicht, wir haben dem Fisch das Wiegen erspart, weil es auch für den Fisch eine Prozedur ist. Ich habe in der Vergangenheit viele große Fische gewogen, immer so sorgsam wie möglich. Aber diesmal haben wir gesagt, das ist unmöglich, vor allen Dingen mit den Mitteln, die wir hier draußen in der Wildnis haben. Und habe dann ungefähr versucht, das Gewicht des Fisches abzuschätzen durch die Erfahrung, die ich hatte von den circa 20, 25, 30 vorangegangenen Wiegeaktionen in den letzten 25 Jahren hier am Fluss. Ich will jetzt einen kleinen Sprung machen. Die Emotionen, ihr merkt es vielleicht auch, wie ich spreche, kochen gerade schon wieder in mir auf. In dieser Phase, wo es zum Fang von diesem unglaublichen, riesigen Wels kam, hatten wir 6 weitere Fische von über 250 cm Länge. Und ich spreche jetzt von einer Angelzeit von 7 Tagen. In einem Zeitraum von 7 Tagen kamen insgesamt 6 Fische von über 250 cm Länge, noch ein paar kleinere Fische mit einer Länge von 2,42 m, 2,37 m und noch einige Fische 2,20, 2,14, 2,13, 2,5. Also alles wirklich starke Fische in diesem doch recht geringen Zeitraum. Ja. Das war wirklich brutal. In der nächsten Angelnacht dann, an diesem Platz hier, haben wir die Montagen wieder ausgelegt, waren sehr aufgeregt, sehr glücklich, sehr, ja, es war alles wie so ein Film, ja, also unruhig. Es kamen schon die ersten, es hat sich schneller verteilt, die Info über diesen Fisch, als ich es eigentlich wollte, weil doch dann auch die Gäste, ich habe per WhatsApp schon ein paar Bilder verteilt und die ging dann schon ganz schnell viral, ja. Aber egal, die Unkenrufe sollen ja funktionieren. Es ist ja auch immer eine spannende Sache, wenn man irgendwo was hört, ein Gerücht oder irgendwas. Und es heißt dann, verrat es aber nicht weiter, dass dann natürlich keiner die Finger stillhalten kann. Wie gesagt, in der nächsten Nacht hatten wir in den ersten Stunden der Dunkelheit den nächsten starken Anbiss hier am Ufer. Heike hat ihrer Frau gestanden und konnte vom Ufer einen Fisch mit 2,42 Meter Länge super drillen,
Hat sie ganz toll gemacht. Fisch ist auch deutlich in der 100-Kilo-Klasse gewesen. Ich nehme euch mal mit. Ja, der Plan geht auf, genau dort, wo die Futterfische sind, kommen auch die Welte hin, ja. Nächste starke Fisch. Heike wird hier ein bisschen über den Sand gezogen. Wahnsinn. Das ist er. Huhu! Warte, ist noch an der Kante hier. Boah, schöne Röhre, richtige, richtige Röhre. Heike, das ist er. Kurbeln, um das vorkommen. Richtiges Ding, richtig. Ja, noch haben wir nicht, aber hier, Druck auf der Rute lassen. Druck auf der Rute lassen. Es geht Druck auf der Rute halten. Alter. Heike, guck dir mal den Büffel an. Oh, wow. Das ist er. Schaut hier mal, die Mikroposen. Kleiner Auftrieb. Große Wirkung. Und der erste starke Fisch jetzt hier. Das ist ein richtig starker Fisch. Guck mal das Ding an, Heike. Ach, Wahnsinn. Vom Ufer hast du ihn reingeballert. Ja. 2,42 vom Ufer für die Heike. Genau dort, wo die Köfis ins Flachwasser gezogen sind. Wo soll das noch hinführen? Wo soll das noch hinführen? Das Biest. Das Biest. Danke. Wahnsinn, Wahnsinn. Da können gestandene Welsangler neidisch werden, was die junge Frau hier draußen mitmacht. Das ist wirklich Wahnsinn. Und eine Rakete haben wir ja noch. 2,42 Meter, deutlich über 100 Kilo, ein absoluter Traumfisch für uns alle. Und besonders freut es mich für die Heike. Als Frau ist das Leben hier draußen, das Ausharren in der Wildnis natürlich nicht so einfach wie für uns Männer. Und nur kurze Zeit später bekommen wir hier am Platz den nächsten Einschlag. Adi geht mit mir aufs Schlauchboot. Also ich mach mal die Glocke ab, Adi. Der kommt nicht zu schnell. Zug los. So wie Karpfe angeln, ne? Aha. Wenn man das Boot braucht, ist auch Bescheid. Hört ihr das Geräusch? Genau alles richtig gemacht. Dort, wo hier im hinteren Bereich die ganzen Futterfische drin stehen, dort kommen die großen Räuber hin. Heike vorhin einen starken Fisch gehabt, war der dabei im Drill. Jetzt die nächste Maschine dran. Wirklich verrückt, wirklich verrückt. Weiß es nicht, ob wir am Ufer bleiben sollen und aufs Schlafboot gehen sollen. Wir gehen aufs Schlafboot, glaube ich. Ja, ich hol das Schlafboot. Wirklich verrückt, was hier los ist. Komm rein, junger Mann.
Sieht man vom Ufer nicht. Der steht gut drin. Ja. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Was hier wieder los ist. Fisch ist wie eine Eisenbahn da losgelaufen. Ja, der steht. Der steht. Schwimmt ganz schwer, der Fisch. Und Fische, die so schwer schwimmen, egal bei welcher Fischart, Karpfenangeln, Thunfischangeln, das werden große Fische. Echt verrückt. Echt verrückt. Gestern waren die kleineren am Start, genau in dem Gebiet, wo hinten das Wasser reindrückt und die ganzen Futterfische drinstehen und laichen. Und eine Nacht später kommen nur solche U-Boote hier an. Der sieht richtig gut aus. Oh. Ich habe keine Lust. Nein, ich habe keine Lust. Der ist groß. Oh, mega. Der Wahnsinn. Wirklich verrückt, ja. Wir haben hier kein tiefes Wasser. Wir haben vielleicht 2 Meter Wassertiefe jetzt, wo der Fisch steht. Da kommt gar nichts hoch. Der schwimmt nur ganz schwer und zieht seine Bahnen. Absolut, absolut brutal. Aber die Räuber, das seht ihr jetzt auch, wissen, wo es Futter gibt. Und dank unseres geschulten Auges, das wir gesehen haben, boah, da hinten ist ja ganz schön Futterfisch drin. Die Räuber kommen da hinterher, ja. Die stellen sich dann irgendwann hinten dran, um die Fische abzugreifen, die in diesem flachen Wasser hier stehen. Alter Falter. Es kommt langsam, wir haben jetzt schon mal gesehen, vorne Wirbel vom Vorfach hoch, aber Fisch kommt nicht hoch. Ja, wir sind noch 100 Meter Vorfach und jetzt geht er den Zug wieder los. Wirklich verrückt, wirklich verrückt. Wirklich verrückt. Im Drill seht ihr jetzt übrigens die Solid Bank Route. Das ist eine meiner Lieblingsrouten. Als Hauptschnur haben wir die neue Zeusline G2 drauf. Und oben drüber erkennt ihr schon die Schlagschnur. Zeus Universal Leader. Ganz wichtig bei dieser Fischerei. So, jetzt kommt hier der Wirbel. Jetzt kommt schon mal der Wirbel und dann ist er noch 200 Meter Vorfach. Aber er kommt nicht hoch, er schwimmt ganz schwer, der Fisch. Das wird ein großer Fisch. Das wird wieder ein Bollermann. Mit Sicherheit mein größter, wo ich gefangen habe. Ja, noch haben wir nicht im Boot, aber das glaube ich auch, dass es dann größter wird. Ja. Ich habe den Schwanz schon gesehen. Guckt mal hier, dass da für ein Paddel hinten rausguckt. Unglaublich, unglaublich. Der Kopf ist definitiv noch 1 Meter unter Wasser. So wie das aussieht, ist das 240 Kategorie, vielleicht sogar größer. Das wird groß jetzt. Ja. Alter Falter. Jetzt kommt er wieder hoch. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Hohoho. Wahnsinn, Wahnsinn. Na, ich glaube, zu dem Vorfach brauche ich nicht mehr viel erzählen. Unsere Mikroposen, die sind einfach der absolute Renner aktuell. Nachkurbeln, nachkurbeln, bis zum Wirbel. Genau, genau, und dann langsam, dass er mal Luft kriegt. Also genau am Boot. Lass dir Zeit, sind große Fischarten. Und alle Zeit da drauf. Uiuiui, da kommt er. Der Gigantos. Alter. Wahnsinn. 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 Guckt euch dieses
Guckt euch dieses Monster an. So, ich werde mir jetzt mal die Handschuhe anziehen. Probieren wir mal, ob wir rankommen an den Fisch. Alter Vater, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. So, ich weiß nicht, ob der schon bereit ist für ein bisschen Zärtlichkeit. Schaut euch mal das an. Huhu. Ich hab ihn. Ah, super, Stefan, Wahnsinn. Weißt du, was hier kommt? Ja, Mann. Oh, nee. Adi, der leck mich am Arsch. Das kannst du mal laut sagen. Ah, Wahnsinn. Adi. Schaust du mal hier? Der leck mich am Arsch. Das ist ein Fisch. Das ist ein 100-Kilo-Fisch. Ah, definitiv schwerer wie ich und genau das wollte ich. Alter Falter, der passt kaum ins Schlauchboot. Der passt kaum ins Schlauchboot. Schaut mal den Schwanz hinten. Schönes Paddel. Alter Falter. Und hier wieder die Mikro-U-Posen. Das ist der Fischbringer, ja. Das ist der Fischbringer. Das ist der Fischbringer. Vom Ufer habt ihr da keine Chance. Wir wollten vom Ufer drillen. Heike hat ihren starken Zweier vom Ufer vorhin bekommen. Aber der ist losgegangen wie ein D-Zug. Der ist nochmal ein ganzes Stück größer. Also was hier noch auf uns zukommt, keine Ahnung. Wirklich verrückt. Aber das hier ist ein 100-Kilo-Fisch. Direkt vor dem Flachwassergebiet. Wahnsinn. Meter, ihr wart ja auf dem Boot dabei. Absoluter Wahnsinn, was wir hier erleben dürfen. Am richtigen Platz, zur richtigen Zeit. Die Heike hatte kurz davor einen 240 plus, Adi jetzt den 250er. Ich weiß nicht, was da noch kommen soll. Adi, hä? Super. Wie alt bist du jetzt? 63 würde ich. 63 würde. Der ist länger als du und schwer. Ja, länger und schwerer. Stefan, vielen Dank. Nicht ins Wasser fallen. Doch, ich bin schon nass. Ja, du bist jetzt eh nass. Aber. Weiter geht die wilde Fahrt. Das sind Sternstunden und ich bin mega happy, dass ich die mit den Besten erleben darf. Ja. Wahnsinn. Petri Heil. Vielen Dank. Ja, nach dem Greifen des Fisches war mir schon klar, hier ist wieder Monsteralarm geboten. Ein ganz langes, starkes Männchen für einen Adi und wir waren komplett aus dem Häuschen. 2,81 Meter, 2,52 Meter, 2,42 Meter innerhalb von 48 Stunden gefangen. Brutal, ganz brutal. Sowas habe ich in 25 Jahren an diesem Fluss noch nicht erlebt. Ja, damit war für uns einfach schon alles gelaufen. Wir haben gechillt weitergeangelt, haben auch in dem Auslaufbereich eine Karpfenrute platziert, konnten ein paar tolle italienische Wildkarpfen da fangen. Unglaublich, hier genau am Auslauf, wo die ganzen Köfis stehen, Karpfenangeln geht genauso auf wie es Welsangeln. Petri, hallo, Mann! Wirklich verrückt. Ich glaube, da kommt doch ein dicker Wall auf unserer Habenseite. Karpfen sind hier, Futterfisch ist hier, Eschen sind hier. Weiter geht die wilde Fahrt. Petri Heil. Und darunter auch einige Zwergwälse. Schaut euch das mal an. Die Katzenwälse stehen hier richtig auf die Boilies. Wenn die Karpfen nicht beißen, sind die am Start.
und die wandern in die Pfanne. Eine willkommene Abwechslung hier beim Welsangeln. Ich habe da dauernd was Frisches auf dem Tisch. Und die Jungs sind mega lecker. So, jetzt schaut mal, wie die nervigen Katzenwälse nach 20 Minuten auf dem Grill aussehen. Ja, einer in Alufolie, schön mit Olivenöl und Knoblauch und einer Natur. Das Beste, was wir draus machen können aus dem Plagegeister. Das schaut doch gut aus. So, jetzt kommt der zweite Gang in Alufolie. Ein Zwiebelbett gegart. Also wenn euch die Katzenwälse nerven sollten, egal ob beim Wels- oder Karpfenangeln hier am großen Fluss, bereitet sie euch zu. Sehr, sehr gute Fleischkonsistenz, ein sehr leckerer Speisefisch. Jetzt für mittags mal zwischendurch, um Kraft zu tanken für den nächsten dicken Fang. Absolut lecker. Mega lecker auf dem Grill geschmeckt. Ja, wir haben dann entspannt weitergeangelt, haben ein paar Ruten aus dem Wasser genommen. Weniger Schnüre im Wasser bedeutet weniger Scheuchwirkung, um weiterhin erfolgreich hier in diesem Revier unterwegs sein zu können. Ja, und dann kommt es zur nächsten Bombe. Wieder Volleinschlag, wieder abgegangen wie ein D-Zug. Ja, und es kam wieder ein Fisch in unsere Hände von 2,57 Meter, deutlich über 100 Kilo. Überlegt euch das mal. Also wenn ich jetzt so die Tage Revue passieren lasse, dann bekomme ich Herzrasen. Der nächste brutale Fisch. Wir probieren es jetzt erstmal vom Ufer. Kann sein, dass wir dann auch wieder aufs Schlauchboot wechseln müssen. Bis jetzt kommt er noch. Wirklich Wahnsinn. Wie so ein Büffel. Unglaublich, unglaublich. Unglaublich, wieder so ein Riesenbüffel. Wahnsinn. Guckt euch mal diesen Büffel an. Harmontage hängt perfekt hier in der Seite.
Hier seht ihr das System. Mega Hook, der kleine Kethooker. Mikro-U-Posen. Und ein riesiger, wirklich ein riesiger Fisch. Es ist wirklich unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, was wir hier aktuell fangen dürfen. Unglaublich, unglaublich, was wir hier gerade erleben dürfen. 2,57 Meter, die nächste Bombe läuft. Also wir haben momentan wirklich das Big Fish Glück mit richtig dicken Löffeln gegessen. Dickes Petri-Ritz. Petri, danke Stefan. Wahnsinn, Wahnsinnsfisch, Wahnsinnsfisch. Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich glaube, ich kann behaupten, sowas hat noch kein Welsangler weltweit erleben dürfen. Diese Fische, die jetzt kamen und dann noch mit diesem absoluten Endgegner, 280 plus, jetzt der 257er, ist ein absoluter Traumfisch, aber er wirkt kleiner als der andere. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Angeln wir noch ein paar Tage? Eine Woche haben wir noch durch. Unglaublich, unglaublich. Ja. Was wollen wir noch mehr erreichen? Ne, das ist Wahnsinn. Ja. Wir probieren 3 Meter jetzt zu fangen. Ja. Viele Grüße. Petri Stefan. Petri Ritz. In den folgenden Tagen sollte dieses Big Fish Angeln weitergehen. Wir wussten genau dann, wie wir an welchen Stellen aktuell in der aktuellen Situation gute Chancen haben, so einen großen Urfisch, die doch sehr vorsichtig sind, sehr versteckt hier im Fluss leben, ans Band zu bekommen. Mein langjähriger Angelpartner, Angelfreund Marco Rath war mit 2 Anglern ein kleines Stückchen weiter oben gesessen und 3 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr nachts bekommen die einen brutalen Einschlag. Martin ist das zweite Mal in Italien, angelt im Bayerischen an einem kleinen Fluss, viel auf Wels. Sein größter Wels war jetzt, glaube ich, ein Fisch mit 1,80, 1,90. War im Drill komplett, also ist komplett in die Knie gegangen, ein richtig gestandener Kerl, ein richtiger Bär. Aber der Fisch hat ihn komplett platt gemacht im Drill vom Schlauchboot. Ja, der nächste Kracher, 2,58 Meter. Wieder raus. Das sieht gut aus, junger Mann. Mann. Kannst du mal schwätzen? Ich schwitze. Nicht schwitze, schwätze. Schwätze. Jawohl, Petri, ein! Petri, danke! Wahnsinn, ist dein Bummel! Wahnsinn! Fertig! K.O. Total hier!
du jetzt die Junge aufgehoben hast. Wir waren alle komplett aus dem Häuschen, wussten gar nicht mal genau, wie uns geschieht. Dann plötzlich funkt mein Freund Martin, der hat in einem ganz flachen Flussgebiet geangelt, die ganze Nacht keine Aktion, mittags geht die Rute krumm, bam, harter Drill und plötzlich kommt der Schwanz von dem Waller an die Wasseroberfläche. Im letzten Schwanzstück hing die Haarmontage. Das passiert oft, wenn die Fische inaktiv sind, sich neben euren Köderfisch stellen, den aber nicht fressen wollen, sondern einfach Interesse zeigen und den Fisch wegdrücken möchten. Der Fisch lag ganz flach, hat sich wahrscheinlich tagsüber gesonnt, jetzt bei dem Wetter ja absolut nachvollziehbar, dass die Wärme suchen. Drückt den Köderfisch weg, so kann ich mir es nur vorstellen, bleibt an der Montage hängen und los ging die wilde Fahrt. Es war brutal, es war wirklich schwierig, diesen Fisch zu landen. Wir haben es dann geschafft. Den Fisch zählen wir nicht zu 100% als gekonnt gefangenen Fisch, weil er sich ja im hinteren Bereich, im hinteren Drittel selber gehakt hat. Aber wieder so eine Bombe von 2,52 Meter. Guten Morgen. Hier ist natürlich wieder das Chaos perfekt. Ein richtig guter Fisch hängt im hinteren Schwanzbereich. Das kommt dann oft vor, wenn die Fische nicht so aktiv sind, sich neben die Köder stellen und draufhauen. Und wenn die Haarmontage passt, bleibt er hängen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir an den Kopf rankommen. Ja. Ist hier kein kleiner Fisch. So, gucken wir, ob du ein bisschen hochkriegst. Und ich probiere jetzt irgendwo mal an den Kopf ranzukommen, an den Kopf hochkriegst. Ne? Ein Wels hat halt keine Griffe, ne? Das ist. Noch ein Stück und jetzt reinfassen, festhalten. Ich hebe die nicht, da, jetzt weil der da jetzt lang ist. Das ist zu 40 Schluss. Jetzt rein, rein und festhalten. Rein und festhalten. Rein und festhalten. Ja, Wahnsinn, also ein Riesenfisch und eine riesengroße Geburt, ja, dann noch sowas zu meistern. Aber jetzt kommt hier eine richtige Bombe rein. Das ist ein Fisch der 100 Kilo Klasse. Leck mich am Arsch. Das kannst du laut sagen. Leck mich am Arsch. Also so einen Fisch zu fangen, ist wirklich nicht einfach. Und wenn er dann noch rückwärts gehakt ist, komplett brutal. Auf diesem Wege, viele Grüße vom Fluss. Ja, was für eine verrückte Großwelt-Zeit liegt da hinter uns.
Ich glaube, so eine Fangserie von so vielen Ausnahmefischen in so einem kurzen Zeitraum gab es noch nie weltweit. Also es war wirklich eine ganz verrückte Zeit, aber genau dafür ist das Frühjahr, jetzt die aktuelle Jahreszeit, bekannt. Die großen Welse nutzen die ansteigenden Wassertemperaturen, kommen aus ihrem Versteck, aus ihren Löchern raus und beginnen das Fressen, um sich auf die anstehende Laichzeit vorzubereiten. Ja, wie ihr sicherlich unschwer erkennen könnt, erlebt ihr gerade den nächsten Zeitsprung. Ich befinde mich nicht mehr in Italien, sondern mittlerweile hier bei mir zu Hause im schönen Odenwald, um euch das ganze Material aufarbeiten zu können. Und es ist wirklich eine Menge da zusammengekommen und ich brauche jetzt auch mal eine kleine Verschnaufpause und muss mal wieder ein bisschen frische Luft atmen. Ich will selber jetzt mal 2-3 Tage raus ans Wasser gehen, um die Zeit hier in Deutschland, denn diese ist ähnlich vergleichbar mit dieser grandiosen, erfolgreichen Angelzeit in Italien, hier zu Hause in der Heimat jetzt zu nutzen. Ich erwarte natürlich in der Heimat nicht diese grandiosen Ausnahmefische, aber auch hier hat die Sonne jetzt Kraft. Der Frühling hat stark Einzug erhalten, später als sonst. Die Wassertemperaturen gehen hoch und auch hier wird das große Fressen jetzt langsam beginnen. Den absoluten Endgegner, auf den wartet ihr sicherlich alle. Da müsst ihr euch jetzt leider doch noch mal etwas gedulden. Denn es würde jetzt wirklich absolut das Format füllen, das Format sprengen. Wir sind jetzt schon bei über einer Stunde Film und ich habe mir jetzt kurz entschlossen überlegt, den absoluten Ausnahmefisch, wahrscheinlich den größten und schwersten jemals mit einer Angel gefangenen Waller, den zeige ich euch nächsten Sonntag hier auf dem Kanal. Alles, was dazugehört, aber für diesen Part jetzt, für den Weg zu diesem Ausnahmefisch, zu einem Fisch, auf den ich über 25 Jahre hingearbeitet habe, zu einem Waller mit einer unglaublichen Länge von 281 Zentimetern, zu einem der wahrscheinlich weltweit längsten und schwersten jemals mit einer Angelrute gefangenen Fische. Zu dem kommen wir dann nächsten Sonntag. Ich werde euch dann auch noch mal ausführlich das Fanggerät vorstellen, denn das finde ich ganz wichtig, wenn ihr eine Reise macht oder auch zu Hause unterwegs seid. Ihr wisst nie, was passiert, was euch an die Angel geht. Und bevor ihr da irgendwelche Sachen verbaut habt, die sich im Drill mit diesen großen Fischen, die wirklich Kraft auf Angler und Gerät ausüben, habt ihr jetzt hier auch im Video gesehen, wie teilweise gestandene Männer in die Knie gehen. Finde ich ganz wichtig, dass ich euch da die Produkte, die Materialien mal vorstelle, denen ich seit Jahren vertraue, mit denen ich seit Jahren gezielt große Welse fangen kann. Habt Verständnis, es bleibt spannend. Nächsten Sonntag bei mir auf dem Kanal der Weltrekordwels. Vielen Dank fürs Zuschauen, alles Gute für euch. Holt euch jetzt einen dicken Fisch ab, die Zeit passt. Bis nächsten Sonntag, euer Stefan. Ciao, ciao.